Jo, und willkommen zu einer kleinen Manga-Review. Und zwar, wie ihr schon seht auf dem Bild, ist es Tokyo Ghoul. Man kann es leider nicht lesen, da es japanische Schriftzeichen sind. Ja, ich habe jetzt ein neues Format. Da geht es halt um Mangas, Animes, Comics, also um Reviews, beziehungsweise halt meine Empfehlungen über diese Mangas. Und jetzt fange ich einfach mal an. Also, ich habe die Mangas von Tokyo Ghoul bis zum dritten Band. Es sind zurzeit offiziell 6 Stück draußen. Ich habe mir die anderen beiden auch schon bestellt. Ich habe alle gelesen, außer halt jetzt die beiden, die schon draußen sind und die ich noch nicht habe. Ja. Worum es um Tokyo Ghoul geht. Der Hauptcharakter Ken Kaneki, hoffe, dass man ihn so ausspricht, hat sich in ein Mädchen verliebt. Ihr Name ist Liz Kameshiro. Ich nenne sie jetzt aber voll einfach nur noch Liz und ihn nenne ich einfach nur noch Ken, wegen den Nachnamen, die sind sehr verwirrend. Auf jeden Fall hat er sich in sie verliebt und zwar in dem Restaurant Antique. Dort hat er sie halt kennengelernt, beziehungsweise hat er sie dort gesehen und hat sich halt vom Motto Liebe auf den ersten Blick in sie halt verliebt. Eines Tages haben sie halt rein zufälligerweise das gleiche Buch dabei. Ja, das heißt, sie mögen halt den gleichen Autor und Liz spricht ihn darauf halt an. Beziehungsweise er beobachtet sie und Liz kommt dann und sie sprechen dann und haben ein Date in einer Bibliothek. Und nach diesem Date sagt Liz noch zu ihm, ja, ich will nicht alleine nach Hause und bla und bla. Auf jeden Fall bringt er Liz nach Hause, versucht er zumindest. Was er aber nicht weiß, Liz ist ein Ghoul. Sie will nur essen und das heißt so viel wie, er wird eigentlich sterben. Doch durch reines Glück kommt ein Unfall. Er ist so gesehen schon fast tot und Liz wird erschlagen. Bei einer Baustelle durch Metallbalken, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, dann wird er in eine Klinik eingereicht und der Arzt beschließt, weil die keine Eltern von Liz finden oder keine Familie und die haben leider auch keine Erlaubnis, beschließt der Arzt einfach, ich operiere ihn die Organe, die kaputt sind, von Liz bei ihm rein. Das heißt, er bekommt Ghoul-Organe. Und wird selber natürlich zum Ghoul. So viel zur Story, weiter spoiler ich mal lieber nicht. Das Problem ist, zur Story kann man nicht besonders viel sagen. Also kann man schon viel sagen, aber das, was ich jetzt erzählt habe, das kommt so gesehen alles im ersten Part vor. Also im ersten, in der ersten Folge vor. Beziehungsweise halt im ersten Anime, aber ersten Manga, aber im Manga kommt mehr vor. Soweit ich weiß, als wie im Anime. Auf jeden Fall, er wird zum Ghoul, ist aber immer noch halb Mensch. Also er ist halb Mensch, halb Ghoul, wie ihr auch auf dem Bild seht. Er muss versuchen, also das Problem an Ghouls ist, sie können nicht normale Menschennahrung essen. Das heißt, wenn sie Menschennahrung essen, ihnen wird wortwörtlich schlecht. Sie kotzen es sofort auf der Stelle wieder aus. Und dementsprechend können sie nur Menschenfleisch zu sich nehmen. Und Kaffee, wenn ich das jetzt so sagen kann. Aber das mit dem Kaffee kommt erst später, muss ich dazu noch sagen. Auf jeden Fall können sie nicht viel zu sich nehmen. Von der Menschennahrung so gut wie gar nichts. Und er halt als vorher Mensch, beziehungsweise als Halbmensch, hat es dementsprechend schwer. Jetzt hat beispielsweise einer, von dem ich den Manga kenne, hat beispielsweise gesagt, Ken ist ein Weichei. Dazu muss man sagen, wenn man sich in die Person reinversetzen kann, dann versteht man, warum er weint. Beispielsweise, er weint, weil er kein Fleisch essen will. Ihr müsst euch vorstellen, er ist ein Ghoul und halb Mensch. Und er will keine Menschen essen, weil er selber ein Mensch war. Er will eigentlich kein Ghoul werden. Und er wollte das auch nie. Und jetzt ist er auf einmal einer. Und
Dann müsst ihr euch dementsprechend mal in ihn reinversetzen, bevor ihr sagt, er ist ein Weichei. Also da würde ich ganz, ganz leise, also aufpassen, was ich sage. Ja? Soll jetzt nicht böse sein oder so. Meine ich nur, wenn man das zu jemandem sagt, der sehr, sehr großer Fan davon ist, dass er ein Weichei ist, das kommt nicht gut an, meine lieben Leutchen. Das kommt überhaupt nicht gut an. Auf jeden Fall, die Story habe ich ja jetzt schon gesagt. Ich habe, wie gesagt, Manga bis zum 3. Band. Zurzeit gibt es bis zum 5., glaube ich, oder 6., 5., 5., glaube ich. Ich habe vorher noch nachgeguckt. 5 dürfte es sein. Ich habe bis zum 3. alles gelesen, wie gesagt. Und ich muss wirklich sagen, mich hat die Story gefesselt. Ich habe mir auch vorhin die erste Folge angeguckt von dem Anime. Und ich muss sagen, die Synchronsprecher, also die japanischen Synchronsprecher, die haben mir wirklich eine Gänsehaut gegeben mit ihren, beispielsweise wenn er irgendwie schreit, weil er Schmerzen hat oder jemand anderes schreit oder ein Ghoul gerade am Essen ist. Das klingt so gut, wenn man das so sagen kann. Auf jeden Fall wirklich einmal übelsten Respekt an die Synchronsprecher, die japanischen. Und ein Riesenlob wirklich auch an die Übersetzer. Also die Manga gemacht haben, also übersetzt haben. Beim Übersetzen dauert ja auch eine Zeit und ich muss wirklich sagen, wirklich übelst großen Respekt an die Macher von dem Manga. Weil ich finde persönlich, man kann sich super gut in die Charaktere reinversetzen, beziehungsweise in den Charakter. Ja, dementsprechend finde ich diesen Manga auch super gut. Weil es gibt meiner Meinung nach nicht allzu viele Mangas, wo man sich in die Charaktere oder in einen Charakter reinversetzen kann. Und weil ich bin ja selber am Manga-Buch schreiben, wenn man das so sagen kann. Und ich finde das wirklich sehr, sehr schwer und ich habe da wirklich super großen Respekt für. Und ich hoffe, ihr tut das genauso wie ich, ehren, wenn man das so sagen kann. Also ihnen dankbar dafür sein, dass die so viel Arbeit im Endeffekt da reingesteckt haben. Ich meine, der Zeichenstil finde ich super gut. Es ist ein bisschen brutal, dazu kann ich sagen, es ist ab 16. Ab 16, ne? Ich denke, man kann auch ab 12 oder sowas kaufen. Ich denke mal, da achten die nicht drauf. Ich habe mir die jetzt geholt, da stand halt einfach nur auf dem Manga so ein kleiner Kreis mit 16. Also sollte ab 16 erst gelesen werden. Irgendwie sowas stand da drauf. Der Manga kostet fast 7 Euro. Also 6,95 Euro. Und ich denke, sonst kann ich eigentlich nichts mehr zu dem Manga sagen, sonst, beziehungsweise Anime, sonst spoilere ich zu viel. Auf jeden Fall. Ich tue unten in die Beschreibung noch einen Trailer und vielleicht tue ich auch unten in die Beschreibung noch einen Link zu der ersten Folge rein und dann könnt ihr auch mal reinschnuppern. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch oder so da lasst. Also bis dann und tschüssi!